Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, und wir bauen ja hier unser Geschäftszentrum einfach mal gemütlich weiter. Ist jetzt der vierte Part. Heute beschäftigen wir uns eigentlich in der Folge damit, die Spitze oben raufzusetzen. Das ist eigentlich unser Hauptthema heute. Dazu brauchen wir natürlich auch gleich wieder Blockmaterial. Aber bevor wir überhaupt uns das Blockmaterial holen und loslegen, nochmal kurze Information hier. Oder eigentlich möchte ich euch was mitteilen. Ich wollte jetzt nicht extra ein Video dafür machen. Und zwar haben ganz viele Leute was untergeschrieben unter diesem einen kurzen Video, was ich mir hochgeladen hatte. Und zwar dieses Error-Bild, dass da irgendwie so ein Fehler ist mit so einem Fragezeichen und so. Da haben sich ja viele gefragt, was soll, ne? Jetzt ist natürlich schon längst alles aufgelöst, ne? Hier dieses neue Projekt, was ich halt jetzt hier nebenbei unseren Bautruits hier halt mache. Und da haben viele untergeschrieben, ob ich schwanger bin, ob hier Nachwuchs kommt. Ich muss euch enttäuschen, von dieser Information weiß ich nichts. Jedenfalls erstmal noch nicht, hoffe ich mal. Wäre auch witzig, ne? So ein Hotdog hier, der Nachwuchs bekommt, wie wohl mein Nachwuchs aussieht hier in Minecraft. Kriege ich jetzt irgendwie so schnell noch ein Bild gezaubert und blende es euch einfach mal ein? Ja. Manche haben sich auch gefragt, ey, jetzt macht er auch so einen Quatsch wie die ganzen anderen, so, ah, dieses Clickbait und so. Nein, sonst hätte ich jetzt auch ein extra Video machen können, so, ah, schwanger hier, bla bla bla. Aber nee, mache ich nicht. Ich bleib so, wie ich bin. Ja, das wollte ich einfach mal kurz sagen. Ich blende euch alle ein, die das reingeschrieben haben. Ha, da seid ihr jetzt. Ja, aber Nachwuchs gibt's nicht. Muss ich euch enttäuschen. Also, weiß ich nicht. Ja, aber ansonsten lasse ich das ganze Thema jetzt so, wie es ist. Ich freue mich schon halt auf das Projekt und ja, dann machen wir jetzt hier einfach mal gemütlich weiter unser Baututorial. Ich verspreche mich heute. Ha, Baututorial, genau. Gucken wir mal in die Kiste rein. Was habe ich denn heute für euch? Ja, hier, guck mal. Zack, zack, zack. Und dann muss ich auch gleich mich nochmal verstecken vor euch, denn ich habe was vergessen, euch mitzuteilen. Und zwar, wir haben ja ein Update bekommen, hier Aquatic Update. So, heute brauchen wir erstmal für die Folge erstmal, hier gesagt, hier weißen Beton, ne, den kennen wir ja. Türkises Glas, ne, oder Glasscheiben, halt immer was du verwendest. Blauer Zement noch rausholen und so. Und jetzt pass auf. Wir haben noch passend zu halt den Türen und Falltüren auch noch Knöpfe in jeder Farbe bekommen und Druckplatten nochmal. Also tut mir leid, das ist mir selber erst im Nachhinein ein bisschen aufgefallen, weil so viel kam mir dazu, ne? Und davon gibt es halt auch jede Farbe. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon hast, das Update, aber ansonsten verwende dann einfach normale Holzknöpfe. Ich verwende heute Akazienschalter, also das neue. Denn noch eine Birkentür brauchen wir. Oder irgendeine Tür, die so ein bisschen glasmäßig halt ist. So eine brauchen wir heute. Ich habe die ja unten ja auch verwendet. Ansonsten nimmst du die halt. Und dann holen wir uns noch Steinschalter raus. Unsere guten alten Steinschalter. Oh, geht ja auf. So, okay, wenn wir dann das ganze Blockmaterial zusammen haben, geht's denn los? Wir fliegen einmal ganz nach oben hin, wo wir, sag ich mal, aufgehört haben. Das war ja hier diese freie Stelle. So, da holen wir uns dann auch gleich unser weißes Beton zur Hand. Ja, wir fangen jetzt an, erstmal hier diese Lücke zuzumachen. Wie machen wir das Ganze? Wir fangen erstmal unten an. Ich würde sagen, markieren wir das Ganze. So, wir fangen an. Ich würde sagen, hier von der Seite einfach, wir hatten ja hier so eine Wand so mit drei Blöcken. Auf der Innenseite, wo das Glas ist, setzen wir einen so hin, unten. Und so vorne schräg machen wir zwei hin. Und dann hier so, wo das Glas halt getroffen wird, so, nochmal einen nach vorne, ne? Dass wir hier so eine Ecke haben. Eine Ecke und einer. So, das Ganze müssen wir bestimmt hochsetzen. Also, sag mal, wir fangen hier einfach mal vorne an. Ich glaube, das ist immer so einfacher, wenn ich das so erkläre. Wir setzen jetzt einfach mal hier in diese Ecke. Lass mich nochmal kurz überlegen. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Bevor ich euch hier irgendwas Falsches erkläre, muss ich erstmal mal ein bisschen überlegen. So, wir machen das ganz einfach. Und zwar, wir fangen hier in der Ecke an. Setzen 1, 2, 3. Nee, Quatsch. Blub, 2 rauf. Wir haben ja schon 3er Höhe. Also das Ganze müssen wir immer auf eine 3er Höhe setzen. Auch diesen Einer hier dazwischen. Zack, auf eine 3er Höhe. Dann lassen wir eine Blockreihe frei und setzen wieder 1, 2, 3. Wenn du möchtest, kannst du hier natürlich dann auch schon wieder alles so nachziehen. Machen wir hier mal. Hier oben gehen wir ja schon rüber. Dann müssen wir einfach blub, hier so noch so einen dahinter ransetzen. Okay. So, haben wir hier auch wieder 3. Gucken wir wieder hier. Einen freilassen. Dann 1, 2, 3 setzen wir ran. Machen wir hier wieder die Ecke hin. So, hier drüben müssen wir natürlich unseren Zweier hinmachen. Auch natürlich auf eine 3er Höhe. Wunderbar. Okay, so, dann haben wir jetzt schon 1, 2, 3mal gemacht. Zweimal müssen wir es noch machen. Okay, so. Jetzt haben wir das Ganze.
insgesamt hier mit unten mitgezählt, 1, 2, 3, 4, 5 Mal gemacht. Ne? Wenn danach haben wir dann natürlich 1, 2, 3, 4 Lücken sollten wir haben. So, die Lücken, die füllen wir einfach mal aus mit blauem Zement. Das heißt jetzt nicht, wir setzen die hier einfach so dazwischen. Nein, die müssen wir natürlich hier einmal so nach hinten weitersetzen. Zack, macht sie natürlich auf der Innenseite besser. Ne? Setzen wir einfach mehr am Glas hier an. Zack, zack. Also immer so eine Ecke setzen wir hier rein, bis wir unten angekommen sind. Zack. So, sind wir hier unten angekommen. Na, schön ordentlich hier reinsetzen. So, jetzt kommen wir hier natürlich nicht raus, doch oben noch. Genau, so, und oben bleiben wir auch erstmal. Jetzt haben wir natürlich hier dieses Ding an der Seite fertig gebaut. Jetzt geht es hier oben ans Glas weiter. Ich habe mir hier schon ein bisschen was hochgezogen. Ich mache das nochmal für uns weg. So, nicht, dass uns das verwirrt. Und zwar, ganz einfach gesagt, müssen wir das Ganze jetzt noch erhöhen. Ich habe ja so ein bisschen gegrübelt, wie ich das Ganze mache von der Maße. Da hinten bei unserem Vorbau können wir uns nicht so richtig orientieren. Da habe ich das anders gebaut. Und das gefällt mir jetzt nicht irgendwie. Das sieht nicht so aus wie das Original. Wir wollen natürlich das Original haben. So, da würde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt zwei Glasscheiben nochmal rauf. Und ganz oben setzen wir einfach einen weißen Beton rauf. Das ist jetzt meine Idee. Wenn das dir jetzt so hoch sein sollte, jetzt hier mit dieser Kombination, dann mach auch einfach nur eine Glasscheibe höher und dann kannst du auch gleich schon den Beton draufsetzen. Aber ich habe mich jetzt entschieden, zweimal Glas drauf zu machen. Das heißt, wir setzen das jetzt hier einmal über auf dem Glas drauf und überall auf dem Glas, nicht hier, sondern nur auf dem Glas, setzt du dir noch zweimal weißen Beton drauf. Super, so, dann haben wir das schon einmal geschafft. Der nächste Schritt ist eigentlich relativ simpel. Und zwar setzen wir jetzt einfach mal, würde mal sagen, fangen wir hier vorne an. Ja, fangen wir hier vorne an. Ne, wir fangen hier an. Immer bei diesen ganz vorderen Dreier. Da setzen wir einfach mal drei weitere nach vorne. An den Seiten hier setzen wir auch nochmal so drei nach vorne. Auf der anderen Seite synchron. Machen wir das auch. Aber ich erzähle euch, glaube ich, hier wieder Bullshit. Warte mal, lass mich mal kurz grübeln, wie das war. Ja, wollte doch meinen, da ist irgendwas falsch. So, warte mal. Wir sind hier nochmal vorne bei den Dreier. Ne, hier an der Seite, wo wir dieses Ding hier gebaut haben, da setzen wir drei hin. So, auf der anderen Seite machen wir aber nur zwei hin. In der Ecke einen. Das hat mich jetzt so ein bisschen verwirrt. Also wir setzen immer so an sich eine Blockschicht vorne nochmal so ran. Machen wir hier einfach mal so weiter, bis wir hier ankommen. Hier auf den Dreier ein Dreier. Zweier, Zweier vorne ran. Hier in der Ecke einer. Zweier. Und dann hier dann wieder ein Dreier. So, das lassen wir erstmal in Ruhe. Okay, so, kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar hier vorne bei unseren Dreier, den wir haben. Darauf setzen wir jetzt noch eine Dreierschicht so rauf. Und an den Seiten jeweils nochmal zwei Blöcke weiter ran. Zack, zack. So, dann haben wir jetzt hier an sich eine Länge von 7. So, das machen wir erstmal bei jedem Dreier. So, dann haben wir das einmal geschafft. Kommen wir zum nächsten Schritt und zwar müssen wir das Ganze etwas höher setzen. Und zwar auf diese 7er Blockschichten, die wir jetzt hier gesetzt haben, setzen wir noch genau eine Schicht, eine zweite und eine dritte rauf, sodass an sich das Ganze 4 Blöcke hoch ist. Kommen wir jetzt einmal zu den Seiten. Die sind natürlich noch offen, die müssen wir natürlich zumachen. Wir fangen jetzt überall an, außer jetzt hier, wo wir dieses Ding haben, da müssen wir ein bisschen anders setzen. Also jetzt hier auf den anderen Seiten setzen wir, ich setze einfach mal hier auf der einer Ecke so einen Block so auch auf die gleiche Höhe und dann hier an den Seiten setzen wir einfach diese einzelnen Blöcke hoch. Da sollte uns das Ganze ein bisschen erleichtern, da quälen wir uns nicht so. Zack, hier einfach die Seite einmal hochsetzen und dann hier die Lücken einfach zumachen. Okay, das haben wir dann hier geschafft und hier vorne müssen wir das Ganze auch noch einmal machen. Oh. Okay, so, dann ist das Ganze hier zu. Kommen wir jetzt natürlich zu dieser Seite. Die ist natürlich ein bisschen anders. Ne? Hier müssen wir ganz einfach mal so machen. Lass mich mal kurz grübeln. Ha, Fehler entdeckt. Ich hab jetzt gerade eben gedacht, hey, bin ich irgendwie falsch. Aber mir ist aufgefallen, ich habe hier gar nicht 7 richtig hingesetzt. Das müssen wir natürlich beachten, dass wir hier 7 Blöcke haben. Also, wenn wir hier 7 haben, müssen wir das Ganze hochsetzen. Hat mir auch keiner jetzt gesagt, dass das mein Fehler war. Hab mich gerade echt die ganze Zeit gewundert, was ist hier der Fehler? Okay, so, wenn wir also alle Seiten hier genau 7 haben, können wir nochmal hier überprüfen. Ja, das sollte auch stimmen. Okay, kommen wir jetzt dazu, dass wir dann hier einfach mal an den so einen einzelnen so zur Seite nach hinten weiter wegsetzen. Und dann können wir den hier einfach mal gerade hochziehen. Das macht nichts. Zack, hochgesetzt. Okay, super. So, diese anderen Blöcke hier, jetzt kann man natürlich streiten. Ich mache das ganz einfach so, dass das hier so Einschluss hat, den schlage ich mal weg, ne?
das Ganze hier so ein bisschen abgerundet ist. Und dann passt das Ganze eigentlich von allen Seiten. Okay, so, dann haben wir das natürlich hier fertig. Kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar ganz einfach nehmen wir jetzt unseren blauen Zement zur Hand und müssen jetzt einfach mal hier nach innen fliegen und machen jetzt eine komplette Schicht vom blauen Zement so rein, dass wir halt unter dem ersten Block sind. Nachdem wir dann einmal hier die Fläche ausgefüllt haben, nehmen wir wieder unseren weißen Beton zur Hand und fliegen jeweils wieder zu unseren 7er Schichten hier, also diese 7er Breite. Da schlagen oder setzen jetzt einfach mal ran, hier einfach mal noch so drei Blöcke vorne, so die überstehen über diese drei hier unten. Die setzen wir dann einmal bis ganz nach oben hin. So, das müssen wir einmal auf jeder Seite machen. Das ist jetzt egal, bei welcher 7er Schicht, das kannst du auf jeder Seite halt machen. Okay, wenn wir das fertig haben, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und zwar, wir hatten ja gerade eben den blauen Zement reingesetzt. Den wollen wir natürlich jetzt so machen, dass man ihn sieht. Das heißt einfach mal, wir schlagen jetzt hier an der Seite, wo wir die gerade hingesetzt haben, diese Reihe hier weg, dahinter die Reihe auch nochmal weghauen, dass wir unseren blauen Zement halt sehen. Bei den Zweiern lassen wir jetzt jeweils immer den Block bestehen, der jetzt hier an diesen Dreierreiter geht. Die anderen können wir halt weghauen. So, würde sagen, das ist erstmal das Beste, um jetzt hier uns hier nicht zu verwirren, machen wir das einfach mal hier erstmal an den Seiten. Okay, dann haben wir das schon mal fertig. Jetzt kommen wir zu den Ecken hier. Da müssen wir einfach diese zwei einzelnen nochmal weghauen. Wir nehmen schon mal den blauen Zement zur Hand. Zack, dann setzen wir den gleich mal dahin. So, die Seiten hier, die zwei weg. Den weißen Beton hier einmal austauschen durch blauen Zement. Jetzt weiß ich gar nicht, ist der blaue Zement eigentlich noch sichtbar? Ansonsten könnten wir den auch so vorne ransetzen. Ah, ich glaube, das ist besser, wenn wir den vorne ransetzen. Dann sieht man den auch besser. Also ist das einfach zu duster, finde ich. Ja, setzen wir einfach mal vorne ran. So, die zwei hier an den Seiten können wir weghauen. Zack. So, hier setzen wir den blauen Zement hin. Das passt alles. Ah, ja, hier müssten wir noch. Zack, zack. Zack. Blauen Zement hin. Super. So, dann sieht das Ganze jetzt so aus und ist jetzt für den Helikopterlandeplatz schon gut vorbereitet. Das heißt, wir müssen jetzt hier oben das H reinsetzen. Ha, bevor ich mich vertue, kann ich das einfach. Ich habe mir das Ganze hier schon vorgezeichnet. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie erkläre ich das? Ich würde sagen, wir füllen erstmal die Fläche aus mit weißem Beton. Ich habe mir das schon schön vorgezeichnet. Also, ausfüllen die Fläche mit weißem Beton. So, einmal ausgefüllt, sollte das Ganze so aussehen. Ja, sucht jetzt einmal die Mitte. Die Mitte ist hier natürlich. Aha, ich finde es immer so leicht. Ansonsten einfach hier drauf achten. Hier Seite, ne, wir haben hier eine Dreier Mitte. Gehen wir hin, setzt einfach irgendwie einen Block hin. Guckt dann hier nochmal. Passt das Ganze? Jo, passt. So, dann könnt ihr da einfach in den Boden reinsetzen. Halt drei Blöcke, wie das Haar halt ist. Kannst du immer noch entscheiden. Ne? Ich mache das einfach mal hier so. Ne, so halt. Wenn man von vorne guckt, erkennt man das auch. Ja, jetzt ist mir das Haar ein bisschen zu dünn. Ich weiß nicht, habe ich mich irgendwie verschätzt oder so? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls beim Vorbau habe ich es ein bisschen dicker gemacht. Da siehst du das Ganze. Ich finde das irgendwie cool. Ich wollte das jetzt nicht so, weiß nicht, so dünnen lassen. Von daher mache ich das Ganze hier auch etwas dicker. Einfach die Seiten hier nach außen nochmal um eine Reihe verstärken. Mache hier auf der anderen Seite auch nochmal. Jetzt kannst du natürlich entscheiden, machst du den Bogen hier auch dicker. Ich würde das erstmal so lassen, weil sonst ist das einfach zu dick. Also so ein dickes Haar machen wir. Okay, so, danach kommen wir ganz einfach mal zu der Beleuchtung oben hin. Da sind so rote Lampen an der Seite. Natürlich gibt es in Minecraft jetzt keine roten Lampen, außer Redstone Fucking, aber die möchte ich jetzt nicht unbedingt verwenden. Es sind so mehr so eingebaute Glaslampen in den Boden. Und da denke ich mir einfach, können wir jetzt unsere Kerzenschalter verwenden. Und ja, die setze ich mir einfach mal hier an der Seite bei den Dreier hin. Denn an sich lasse ich, glaube ich, immer so, ja, würde man sagen, immer so zwei, drei Blöcke, ne, so an sich. Zack, mache ich dann hier noch einen hin. Dann hier bei den Zweier hier außen mal hinsetzen. Zack, zack. Ja, das sollte schon passen. So. Da lasse ich jetzt erstmal frei, denn da machen wir was hin. Auf der Seite, wo wir jetzt, sage ich mal, auch diese Dinger hier haben, müssen wir natürlich noch den Fahrstuhl ranbauen. Das heißt, jetzt an der Seite brauchst du jetzt keinen Knopf hinsetzen. Okay. Fangen wir an, jetzt hier einfach mal den Fahrstuhl hinzusetzen. Ich habe noch so ein bisschen aufs Bild geguckt, das Original so ein bisschen, damit ich mich jetzt hier wirklich nicht so ganz vertue. Ja, wir fangen einfach mal, würde ich sagen, an der Seite an, wo wir jetzt hier diesen Knubbel haben, ne? Also hier dieses Ding hochgebaut haben. Und zwar setzen wir ganz einfach auf diesen Dreier, der hier natürlich so nach außen ist,
an den Seiten, obwohl nee, den können wir einfach mal komplett hoch machen und zwar auf eine Höhe von 4 Blöcke. So, okay. Dann setzen wir hier vorne nochmal eine weitere Schicht dran. Genau das gleiche, 3 breit und 4 hoch. Hier setze ich mir aber schon unten gleich mal die Tür rein, eine Klingel kannst du hier machen oder so einen Knopf für den Fahrstuhl. Und darüber setze ich einfach mal blauen Zement, weil da ist so noch so ein gleicher Schirm, also so ein Schirm in der Farbe, wie das Haar hier ist und an sich auch das ganze andere hier. Da können wir jetzt nicht unbedingt Treppen nehmen, also wir haben leider derzeit keine blauen Treppen. Und dann nehme ich einfach mal diesen Block. So, jetzt haben wir das natürlich auf eine Zweierdicke und können das Ganze hier auch runterziehen. So, wir nehmen den weißen Betonsand, das können wir hier einmal zumachen. Wir können das Ganze hier diese Dreier Schicht so übernehmen, wie sie ist und nehmen sie dann einfach runter und zwar auf eine bestimmte Länge müssen wir das Ganze runterziehen, habe ich extra geguckt und zwar ist das so etwa jetzt hier bei, wir haben ja hier an sich so vier Dinger, ne? Also vier blaue Markierungen und das ist so etwa unter der zweiten Markierung, so bei der Hälfte, also sage ich mal jetzt hier bei dem Dreier wäre das ja dann bei der Hälfte, kann man das Ganze hinziehen, dann natürlich müssen wir das hier eine Dreier Dreier dicke, ne? Und dann ziehen wir das hier einfach mal bis so nach unten hin. Und dann sieht das Ganze so aus. Genau. Ja. Jetzt kommt wir aber ein bisschen zum schwierigen Part. Und zwar habe ich jetzt diese Ansicht, wie das Ganze richtig aussieht, nicht. Also, ja, ich weiß nicht genau, wie das aussieht. Das wird nicht gezeigt. Ja. Meine Idee ist jetzt so einfach mal, wir machen jetzt hier unter. Wir haben ja so eine Dreier dicke, ne? Oder Dreier breite, wie man es mal gerne sehen möchte. Da setzen wir in der Mitte blauen Zement hin, den ziehen wir einmal runter, aber nicht komplett runter, so dass wir, sag ich mal, hier bei einem Block aufhören. So, und auf der Rückseite machen wir genau das gleiche Spiel. Wir fangen ganz oben an, lassen oben einfach einen Block frei und können hier einfach den blauen Zement bis nach unten ziehen. Und da lassen wir dann natürlich auch noch einen Block frei. So. Okay. Und das ist an sich der Fahrstuhl. Ja, ist halt so. Ich habe da nicht so richtig viele Bilder drin. Es wäre natürlich cool, wenn man noch Treppen hätte davon. Aber ja, haben wir leider nicht. Naja, jedenfalls so sieht das Ganze aus. So ist der Helikopterlandeplatz oben. Man kann natürlich das jetzt schlecht natürlich in echt umwandeln. Da müsste man das Ganze noch dicker machen. Ist jetzt vom Original nicht so ganz gegeben. Ich habe mir das auch jetzt nicht so durchdacht, dass man den natürlich benutzen kann. Weil ich das ja mehr so als Dekoration sehe. Kann man natürlich dann irgendwie arbeiten mit Command-Blöcken, ne? Dass man dann hier mit so einem Knopf, ne, drückst du den bis zu unten oder so, kann man halt machen hier. Ja, naja, muss mal gucken. So, aber ansonsten sind wir denn damit durch. Ich kann ja nochmal kurz beim Original, weil dass ich jetzt, also beim Vorbau, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, dass ich da was vergessen habe. Nee, sollte nicht sein. Ja, dann sind wir damit heute fertig. Ich hoffe, du kriegst das auch hin oben, den Helikopterlandeplatz. Ja, ansonsten gibt es dann noch einen fünften Part. Beim fünften Part werde ich schon viel vorbereiten. Das ist dann eigentlich nur noch gucken, so Ideen sammeln. Vielleicht gefällt dir was denn davon, das kannst du dann übernehmen. Und zwar mache ich schon diese Grünflächen, mache ich. Schon für die nächste Folge bereite ich die vor und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie man das so machen kann. Und dann kommen wir zum unteren Teil, weil da ist auch noch wieder, sind noch so, müssen wir noch den Boden bauen, noch ein bisschen Grünzeug hinsetzen. Und dann kümmern wir uns nochmal extra hier vorne für den Eingang, wie wir das hier nochmal umwandeln. Da denke ich mir noch was aus. Denn so wie das jetzt ist, können wir das einfach nicht lassen. Guck mal, hier doch. Nee, das können wir nicht so lassen. Da müssen wir noch irgendwas einfallen lassen. Ja, und hier auch mit diesem Gang. Da gucke ich mal bei der nächsten Folge und dann, ja, machen wir das schicke, ne? Dass es dann auch fertig ist. Den Vorbau kannst du jetzt einmal nochmal auf Wiedersehen winken, weil den werde ich anzünden und dann ist er weg. Ja, immer der Vorteil, wenn man das Ganze aus Wolle baut. Ja, so ist das halt. Okay, so, dann war es das Ganze hier für diesen Part. Den nächsten Part findest du wie immer in der Videobeschreibung. Klick darauf, wenn du soweit bist, weiterzubauen. Ansonsten, ja, war es das Ganze hier erstmal. So, ich stelle mir hier einfach vorne Safety hin. Und wenn ich Safety stehe, obwohl, warte, man sieht mal gar nicht, was wir hier heute gebaut haben. So, warte, man muss sich ja anders Safety hinstellen. So, warte mal, wie sieht das gut aus? Sieht das gut aus? So, das haben wir natürlich heute gebaut. So, gut, dann stehe ich Safety und sage dann einfach nur noch Tschüss.